Hallo, herzlich willkommen. Zum ja, fast jetzt Privatissimum zum Thema Vertrauen im digitalen Zeitalter. Ich habe mir schon gedacht, dass es heute nicht einfach sein wird, gegen die Maker Faire und den sonnigen Nachmittag anzukommen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass es Publikum gibt. Ich werde heute ein bisschen was über das Vertrauen erzählen und seine Repräsentation oder seine Umsetzung im digitalen Kommunikationsumfeld. Am Beispiel des Web vor allem, werde mich da nicht in die Tiefen und Untiefen der Kryptographie und der Mathematik und sonstigen Dingen versteigen, sondern ich bleibe eher am oberen Rand der Thematik und betrachte eigentlich eher die gesellschaftlichen Aspekte. Das ist so mein Fokus, mein Zugang dazu. Wenn ich sage, mein Name ist Gösters Michael, ich bin schon alt genug, dass ich bin zwar jünger als das Internet, aber älter als das World Wide Web und habe mich erstmals mit einem Bankrechner über eine Telefonleitung, über ein Modem verbunden, um meine Bankgeschäfte digital abzuwickeln. Das war eine ganz andere Form des Vertrauens gegenüber einer unsichtbaren Instanz, als das heute der Fall ist. Also ich habe diese ganzen Entwicklungen mehr oder weniger erste Reihe fußfrei miterlebt und mein Antrieb, das jetzt was ich glaube, das mich qualifiziert, das euch zu erzählen, ist, dass ich eben da ein bisschen an historischen Background habe und das beobachtet habe seit einiger Zeit und diese Erfahrungen gerne jetzt teilen möchte. So, worum geht es heute so im Wesentlichen? Mal grundsätzlich darum, möchte mal eine Begriffsdefinition machen, was verstehe ich unter Vertrauen, warum brauchen wir das, wie entsteht das und welche Arten gibt es davon, welche Vertrauensmodelle und wie werden die umgesetzt im digitalen Zeitalter. Und dann werde ich noch ein bisschen auf die Problematik eingehen, die es da gibt oder die Problematik kennen und je nachdem, wie viel Zeit mir dann noch bleibt, habe ich mir gedacht, vielleicht eine kleine Live-Demo, also mal kurz in den Firefox reinschauen, wie kann man im Web nachschauen, ob der, mit dem er gerade korrespondiert, doch der gleiche ist. Warum brauche ich Vertrauen? Ja, das Beispiel war schon vorhin, wenn ich mich mit meinem Bankrechner verbinde, mit dem Rechner meiner Bank verbinde und dem anweise, einen Geldbetrag von meinem auf ein anderes Konto zu übertragen, dann möchte ich A, sicherstellen, dass das meine Bank ist, mit der ich mich da gerade verbinde und B, dass die genau den Betrag, den ich angebe, überweist dorthin, wo ich das haben will. Den zweiten Teil, den habe ich eh nicht wirklich im Griff, da muss ich mehr oder weniger blind vertrauen. Beim ersten Teil haben wir heutzutage, wenn man das jetzt nicht über Modem und ein serielles Terminal macht, dann haben wir über das Online-Banking ein bisschen einen Hebel. Wie kurz der Hebel ist, zeige ich dann auch. Das Vertrauen ist also notwendig, um alltägliche Dinge zu machen, die mir nicht ganz wurscht sind. Das ist vielleicht eine extrem flapsige Definition, aber ich lasse das einmal so stehen. Um Vertrauen herzustellen, muss ich mal wissen, mit wem habe ich es überhaupt zu tun. Und was ich da hergezeigt habe, ist die Frage, also wie kann ich überhaupt feststellen, wer das ist, mit wem ich da gerade kommuniziere. Dazu brauche ich einerseits einen Identitätsnachweis, wer bist du, und andererseits auch einen massiven Tippfehler im Folientitel, das soll natürlich Authentizität heißen. Bist du das wirklich, der du vorgibst zu sein? Und da gibt es, was ich da hergezeigt habe, sind einfach verschiedene Arten von Identitätsnachweisen. Ein paar sind relativ bekannt, ein paar sind weniger alltäglich. Mittlerweile ist auch mein Reisepass bereits ein antikes Dokument, mein Führerschein sowieso schon, die schauen halt alle ganz anders aus. Es sind noch genug Leute im Raum, die, glaube ich, wissen, was das da ist. Das gibt es auch seit einiger Zeit nicht mehr. Das sind Stempelmarken. Stempelmarken waren einerseits dazu da, um Gebühren zu entrichten an an öffentliche Einrichtungen, also an Ämtern, Verwaltungsbehörden. Und umgekehrt ein Wisch, auf dem eine Stempelmarke oder zwei Stempelmarken, das ist ein Eck von meiner Geburtsurkunde, glaube ich, drauf sind und so ein Stempel vom Standesamt Wien, ja, das wird Wien Otterkring, genau, das ist meine Geburtsurkunde,
Das war halt ein Stück Papier, das gezeigt hat, ja, wer auch immer das in der Hand hält und da einen Namen draufstehen hat, der wird es dann wohl sein, im Zusammenhang dann mit einem Lichtbildausweis und so weiter. Dann habe ich da noch ein total nettes Versatzstück, das da so schräg drüber liegt. Das war, es ist ein Stück aus dem ersten Dokument, das ich von einer Behörde bekommen habe, das eine Amtssignatur, also eine digitale Signatur trägt. Ich habe dieses Dokument allerdings tatsächlich in Papier in meinem Briefkasten bekommen. Wie das zugehen soll, dass ich diese Amtssignatur dann auf digitalem Weg überprüfe, habe ich bis heute, das Abenteuer habe ich bis heute nicht unternommen, aber ich habe ein anderes unternommen, das ich erzählen kann. Ja, auch Unterschriften, also so komische, krakelige Linien auf Papier, denen vertrauen wir heutzutage auch, das ist auch so ein Ding. Und was da so grün drüber liegt, das ist das digitale Zertifikat, mit dem mein Webserver allen Webbrowsern dieser Welt versichert, dass er der ist, der er ist. Wenn man das glauben mag. Ja, also ich brauche mal eine Identitätsfeststellung, damit ich überhaupt jemandem vertrauen kann, das ist klar. Und dann gibt es aus meiner Sicht noch zwei wesentliche unterschiedliche Kategorien. Ich kann einerseits, also es gibt dieses soziale Vertrauen untereinander, wo ich Personen vertraue, die ich kenne. Klar, die Ursprungsfamilie, meine Eltern, mit denen bin ich so lange bekannt wie mit keinem anderen Menschen auf diesem Planeten. Da vertraue ich mal implizit, dass die sind, die sie mir gegenüber vorgeben, dass das meine Eltern sind. Ne? Freunde, Bekannte, da entsteht halt einfach Vertrauen dadurch, dass man sich immer wieder trifft. Man kennt andere Leute, die diese Leute kennen und so weiter. Dann gibt es auch indirektes Vertrauen über also Reputation habe ich das da genannt. Wenn eine Organisation wie die Linux-Wochen jemanden hier als Speaker reden lassen, einladen und es vielleicht im nächsten Jahr nochmal tun und im Jahr darauf auch, dann wird es schon irgendwie einen Grund haben, dann wird er nicht ganz daneben sein und dann kann man wahrscheinlich dem, was der da erzählt oder der auch vertrauen. Aber eben diese Form von Vertrauen basiert im Wesentlichen darauf, dass Zeit vergeht innerhalb von in Form von Wiederholungen, man sieht sich immer wieder, man festigt dieses Vertrauen und es gibt positive Erfahrungen. Das ist einfach, das haben wir irgendwie, weiß ich nicht, kurz nachdem wir von den Bäumen gekommen sind, gelernt oder wahrscheinlich davor schon. Das ist eigentlich so selbstverständlich, dass man sich selten Gedanken darüber macht, wie das passiert. Und dann gibt es ein Vertrauen gegenüber Institutionen. Also die Autoritäten, Obrigkeiten, ich habe schon Stempelmarken, Amtssignatur, diese Dinge hergezeigt, die haben halt irgendwelche Insignien. Das ist auch eine sehr alte kulturelle Geschichte, wahrscheinlich das erste Mal, wie irgendein Wesen ein Stück, Stanley Kubrick hat das in seinem Film so schön gezeigt, irgendein hartes Stück gegenüber einem anderen erhoben hat, war der halt die Obrigkeit, der Chef, damit die Autorität und hat bestimmt, wem zu vertrauen ist und wem nicht. In den letzten Jahrzehnten hat sich auch stark das Vertrauen in Marken gebildet. Es gibt Menschen, die halt Digitalprodukte mit Obst von vornherein als toll und einfach zu bedienen und erstrebenswert empfinden. Es gibt Menschen, die Kraftfahrzeugen mit zwei Buchstaben im Namen unendlich weit vertrauen, dass diese die absolut schadstofffreundlichsten und sonst auch besten Dinge sind und dergleichen mehr. Oder dass Fahrzeuge mit springenden Pferden drauf die eigene Männlichkeit unterstreichen und was auch immer. Also das ist auch eine Form von Vertrauen, die sich aus meiner Sicht auf eher irrationaler Ebene bewegt, aber die gibt's. Und dafür gibt es eben einerseits das Machtmonopol, ich habe die Keule, du nicht, oder es gibt die Truppendynamik, 10.000 Lemminge können sich nicht irren, also muss dieses Gerät mit dem Logo vorne drauf oder dieses Auto mit dem Tier hinten drauf oder was auch immer gut sein. Das machen ja alle. Schau erst wieder darüber statt daher. Okay, im ersten Bild habe ich schon gezeigt, dass in dem Moment, wo Vertrauen jetzt nicht auf zwischenmenschlicher Basis entsteht, dadurch, dass wir miteinander Erfahrungen austauschen oder machen, also wo es in die institutionalisierte Richtung geht, braucht man irgendwelche Ankerpunkte, auf die man dieses Vertrauen stützen kann. Das sind also in der realen, in der analogen Welt quasi zum Beispiel Ausweise, Münzen, in die vertrauen wir auch, Geldscheine, in die vertrauen wir auch. Das ist auch ein ziemlich absurdes Vertrauen eigentlich, wenn man sich das ernsthaft überlegt, weil das nichts anderes ist als bunte Dinger.
Stempel Gebäude, wenn da drauf steht Bundesamt für Finanzen, dann gehe ich da rein und löse da drinnen meine Bürgerkarte und gehe wieder raus und bin überzeugt davon, dass diese Bürgerkarte von der Republik Österreich ausgestellt worden ist und nicht von irgendeinem Spaßvogel, der irgendwo auf die grüne Wiese ein Haus stellt und draufschreibt Bundesamt für Finanzen. Könnte man mal ausprobieren, beziehungsweise mit der Republik Kugelmugel in Prater hat das ja mal jemand ausprobiert. Zwar nicht in böser Absicht, aber hat einfach mal ein Zeichen gesetzt und gesagt, ja, ich mache da jetzt meinen eigenen Staat, ihr könnt mich gern haben. Und ist im Prinzip genauso legitim wie die anderen 160 Staaten oder wie viel es da gibt. Zertifikate, ja, ist auch ein Thema. Zu den Ausweisen gibt es eine lustige Anekdote, also ich finde sie recht interessant. Ich habe an dem CACERT, komme ich noch dazu, was das ist, Projekt teilgenommen, bin dort Assurer, kann also Zertifikate ausstellen und kann anderen Leuten die Identität, also helfen, ihre Identität in die digitale Welt zu bringen. Und was man da macht, ist, man stellt wechselseitig seine Identität fest und hält das dann an einer zentralen Stelle noch einmal, dokumentiert das dort. Und so entsteht eine Form des Vertrauens, das Web of Trust heißt, da komme ich auch gleich dazu. Und da, das funktioniert so, ähnlich wie bei einer Key Signing Party für GPG. Man trifft sich also physisch an einem bestimmten Ort, weist sich wechselseitig die Identität über möglichst zwei verschiedene Lichtbildausweise nach und bestätigt sich das dann auf Papier mit einem Schnipsel von einem digitalen Zertifikat und so weiter. Alles schön und gut. Und eines Tages treffe ich den David Ayers, der vielleicht in diesen Kreisen nicht ganz unbekannt ist, also auch ein sehr umtriebiger Mensch in der freien Software-Szene. Den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Und der hat Vorträge gehalten auf Linux-Wochen, der ist in der Wirtschaftskammer, in der UBIT aktiv und tätig und. Und ich habe immer schon gewusst, das ist der David und ja. Und wir treffen uns zu seinem Assurer-Treffen und ich zeige ihm meinen Führerschein und meinen Reisepass als meine Identifikation und er zeigt mir seinen Führerschein und seinen Reisepass und er ist US-Staatsbürger. Und das war für mich der erste US-amerikanische Reisepass, den ich in meinem Leben gesehen habe. Und jetzt habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich kann eigentlich nicht wirklich feststellen, dass das ein gültiger, amtlicher US-Reisepass ist, weil es der erste ist, den ich sehe. Ich habe dem David dann trotzdem geglaubt, dass er der David ist und habe seine Identität bestätigt. Aber im Prinzip war das für mich dieses Urerlebnis, was mich dann auch zu diesem Vortrag inspiriert hat, wo ich mir gedacht habe, ja, so kurz ist eigentlich die Strecke, die in diesem System, der man vertrauen kann. Ja, und diese Vertrauensanker sollten eben einerseits nur von vertrauenswürdigen autorisierten Stellen ausgegeben werden, da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Wenn jeder Reisepässe ausstellen kann, ist das blöd. Wenn die Staatsdruckerei ein paar hundert nordkoreanische Reisepässe an die falsche Ecke liefert, ist das blöd. Sie sollten leicht zu überprüfen sein, das haben wir gerade gesehen. Das ist insofern, wie gesagt, ich habe schon, weiß ich nicht, zig österreichische Reisepässe gesehen, noch die alten Grünen und dann die mit und die ohne biometrischen Daten und Westerhenker. Ja, ich weiß, wie sowas ausschaut, sowas kann ich, so einem Ding vertraue ich halbwegs. Das ist relativ leicht überprüfbar. Ja, während bei deinen Amtssignaturen auf Papier hapert es ja genau da. Bei den Amtssignaturen ist es ein bisschen schwieriger, aber es müssen nicht nur die auf dem Papier sein, es ist auch mit den digitalen schwieriger. Da habe ich dann auch noch eine Anekdote auf Lager. Die einfache Handhabbarkeit, ja, beim Reisepass ist das gegeben. Bei digitalen Identitätsnachweisen ist das mehr oder weniger einfach oder schwierig. Und das schwierig zu fälschen, ja, das ist halt so eine Sache, ne? Das geht mal besser, mal weniger gut. So, und dann haben wir also jetzt habe ich über Vertrauensnachweise, Vertrauensanker gesprochen. Welche Modelle im Vertrauen gibt es überhaupt? Web of Trust habe ich schon angesprochen. Das ist das Prinzip, die Freunde meiner Freunde sind auch meine Freunde. Also wenn ich jetzt mit zwei Leuten, die ich kenne, da unten irgendwo beim Stand bei den Linux-Wochen rede und dann stellt sich jemand Vierter dazu, und die beiden kennen ihn und sprechen ihn mit einem bestimmten Namen an, dann vertraue ich auch darauf, dass das wohl stimmen wird und dass das die Person ist. Und dann rede ich mit irgendwem anderen und wer ist das und wo kommt der her und was macht er? Und so entsteht natürlich ein eben dieses Web of Trust, so vertraue ich also darauf, dass jemand, den ich zum ersten Mal sehe, der ist, der vorgibt zu sein, wenn ich weiß, ihn kennen andere Leute. Also dieses Modell der
der blonde Kerl da vertraut der Dame mit dem Headset, weil er über dieses Web da über mehrere Schritte jemanden anderen kennt. Da gibt es auch irgendwelche Modelle, dass über eine ganz überraschend kleine Anzahl von solchen Zwischenschritten jeder Mensch jeden Menschen auf der Erde kennt. Ich glaube, das sind irgendwas zwischen 6 oder 8 Schritte angeblich, über die man dann so Ketten in alle Richtungen aufbauen kann. Wie belastbar diese Bekanntschaftsgrade dann sind, ist natürlich entsprechend fragwürdig. Und das andere Modell, das ist dieses Obrigkeitsmodell, das ist die Chain of Trust. Ich vertraue einem Vertrauensanker, einer Institution, einer Reisepassaussteller zum Beispiel, oder der Münze Österreich, die mir diesen schönen 2 Euro, diese schöne 2-Euro-Münze geprägt hat. Und du vertraust dem gleichen Anker, das heißt, ich kann dir vertrauen. Und das ist das Modell, das dann im Wesentlichen im digitalen Umfeld sich durchsetzt oder durchgesetzt hat. Jetzt im Vergleich zu den beiden, digital gesehen, ja, das Web of Trust, habe ich schon gesagt, also das ist GPG, die GNU Privacy Guard, das ich entwickelt habe, das ist der Pretty Good Privacy vom Phil Zimmermann, glaube ich, war das. Dieses Verschlüsselungs- und Signatursystem, das digital ist, basiert auf diesem Web of Trust Prinzip, dass man sich eben gegenseitig seine digitalen Schlüssel signiert und damit, wenn ich dann einen digitalen Schlüssel sehe, den ich noch nicht gekannt habe und da hängt aber eine Signatur dran von einem Schlüssel, den ich kenne, dann habe ich wieder so einen Weg, dass ich, dem kann ich vertrauen. Das funktioniert gut, insofern, als es keine zentrale Stelle gibt, die alle diese Vertrauensstellungen verwalten muss. Daher ist es relativ einfach umsetzbar in einem kleinen Rahmen. Es hat aber eine geringe Reichweite, weil diese Schritte sich sehr langsam ausbreiten. Irgendwann einmal hört mein Bekanntenkreis auf, schnell genug zu wachsen, dass er sich eben über abzählbar endlich viele Schritte über die ganze Welt verbreitet und dann irgendwo bei allen Bankdirektoren dieser Welt oder wichtiger bei den Serverbetreibern der Banken dieser Welt angekommen ist, sodass sich jeder Online-Bank, jedem Online-Banking-System trauen würde. Und das Letzte ist, dass die Akzeptanz von diesen Systemen eigentlich gering ist, interessanterweise, obwohl das der Weg ist, auf dem wir ursprünglich, bevor wir mit Obrigkeit und Staatswesen in Kontakt kommen, also als Kinder, leben wir eigentlich in so einem Web of Trust. Das ist eigentlich das grundlegendere Vertrauensmuster, nach dem wir leben. Und wenn wir dann zu guten Mitgliedern unserer Gesellschaft erzogen werden, dann lernen wir das Chain of Trust Modell zu schätzen. Das Beispiel ist hier eben die Authentifizierung von Webservern gegenüber den Browsern über dieses TLS, Transport Layer Security System. Die Chain of Trust braucht eben diese zentrale Verwaltung, das war vorhin der Sheriff, der da in der Mitte steht und sagt, ich bin vertrauenswürdig. Der kann also dann entsprechend Vertrauensstellungen gewähren, Zertifikate oder Reisepässe ausstellen und sie natürlich auch wieder rufen. Sagen, nein, das gilt nicht, weil du hast Schindluder getrieben mit dem von mir bereitgestellten Vertrauen. Der Vorteil davon ist, dass das bei anderen Organisationen sehr große Akzeptanz findet, weil sich kurioserweise Organisationen untereinander eher vertrauen als irgendwelchen schwer greifbaren Wolken von Menschen. Der Nachteil ist, dass diese Systeme relativ einfach zu unterlaufen sind, sobald sie technisch umgesetzt sind, sozial sowieso auch, ja. Und dass die Nachprüfbarkeit eigentlich schwierig ist. Das klingt auf den ersten Moment so, dass, als wäre das eh einfach, aber wenn man einmal wirklich versucht herauszufinden, da sind wir wieder bei dem Beispiel mit dem Finanzamt, nur weil das auf dem Haus draufsteht und weil da jeden Tag Leute ein- und ausgehen, die das auch glauben, muss das ja noch nicht sein, dass es so ist. Und es gibt Beispiele, wo dieser Ansatz ausgenutzt worden ist, das fällt mir hoffentlich dann noch ein. Ja. So, warum beschäftigen wir uns mit dem Ding überhaupt? Warum ist das so kompliziert? In real life ist es einfach, ich schaue meinem Gegenüber in die Augen und wenn der schwindelt, dann sehe ich das und dann ist eh alles gut. Oder ich kenne die Person ja ohnehin und deswegen können wir miteinander handeln. Im digitalen Umfeld ist es ein bisschen schwieriger, weil ich eben diese andere Entität überhaupt nicht kenne. Das ist möglicherweise einfach nur ein Rechner oder eine Software oder ein Stück Hardware.
Und es muss hier Vertrauen zwischen zwei Stellen hergestellt werden, die miteinander noch nie was zu tun gehabt haben. Wenn ich das erste Mal in meinem Leben bei einem Online-Shop einkaufe, dann will ich nicht herausfinden, wer ist denn der Betreiber, will dorthin fahren, an die Tür klopfen und sagen, hey, bist du wirklich der mit der Website und kann ich dir vertrauen? Schauen wir dann vielleicht noch die Geschäftsräumlichkeiten an, ob die Mitarbeiter vertrauenswürdig ausschauen. Und so, das funktioniert nicht. Deswegen wird es technisch über kryptografische Verfahren sichergestellt, auf die ich mich jetzt nicht auslassen will. Die sind historisch, gab es da auch ganz schlimme Pannen. Mittlerweile ist man da schon recht weit, und wenn das Märchen der Quantencomputer dann doch nicht wahr werden wird, wahrscheinlich, meine persönliche Meinung, Einschätzung, dann werden wir auch mit dieser asymmetrischen Kryptographie und diesen ganzen Dingen noch relativ lang gut auskommen können und uns eigentlich vor Schwindeleien jetzt einmal auf der technischen Ebene schützen können. Und bleibt halt das Problem des vertrauenswürdigen Dritten, der da immer noch notwendig ist, die Certification Authority. Wie läuft das jetzt konkret ab, wenn ich mit meinem Browser meine Bankseite aufrufe? Ich habe also meinen Client, die Example Bank verwende ich nicht. Ich habe also irgendeinen Server auf der anderen Seite, das kann jetzt auch der Mail-Server meines Providers sein oder ein VPN-Endpunkt, mit dem ich mich verbinden will. Oder auch nur irgendeine Blogseite, auf der ich einen Eintrag schreiben will, ohne dass alle drei Geheimdienste, die dazwischen sitzen und das Regime des Landes, in dem ich gerade bin, mitlesen soll, das mitkriegen. So, dann braucht, damit die Seite mir gegenüber beweisen kann, wer sie ist, braucht sie so eine Certification Authority. Dort holt sie sich mal, dort beantragt sie ein Zertifikat. Die Certification Authority überprüft ganz, ganz gewissenhaft, ob der Antragsteller auch der ist, der er ist. Das heißt, im Endeffekt, wenn man das als eine Firma macht, die einen Webshop betreibt, dann stellt man seinem, manchmal machen das die Internetprovider für einen, sagt man dort, hey, ich brauche ein Zertifikat für meinen Webshop, dann schickt man dort einen Firmenbuchauszug hin und gibt eine Kontaktadresse an, dann rufen die an, sagen sie, sind sie der oder die Person, die das haben will? Ja, ist das ihre Firmenbuchnummer? Ja, fertig ist die Überprüfung. Juhu, Zertifikatsantrag wird unterschrieben, Zertifikat wird ausgestellt, Webserver hat sein Zertifikat. So tief geht dieses Vertrauen. So, dann hat er sein Zertifikat, jetzt kann mein Client mal schauen, wo erreiche ich denn überhaupt diesen Webserver, stellt eine Anfrage ans DNS, da haben wir auch schon ein Riesenproblem. Das DNS ist immer noch ein System, das sehr leicht zu unterlaufen ist, trotz vieler Versuche. Aber nehmen wir jetzt mal an, ich kriege die richtige Antwort, dann stellt das Ding eine IP-Adresse auf den Kopf, dann stellt das Ding also eine Anfrage an den Server über dieses HTTPS und sagt, hey, zeig mir mal dein Zertifikat. Der Server antwortet mit einem am Kopf stehenden Zertifikat. Und mein Browser muss jetzt hergehen und irgendwie sicherstellen, dass das Zertifikat von dem Server auch zu dem Server passt. Dazu muss er im Prinzip die Certification Authority fragen. Damit die nicht jedes Mal, wenn ich auf den Link von irgendeiner Seite klicke, mit Anfragen bombardiert wird, geben die ihre Root-Zertifikate an die Browserhersteller und die behalten sie, die legen sie beim User ab, und da kann das dann kryptografisch korrekt mathematisch überprüft werden. Dann sehe ich, hurra, das Zertifikat stimmt und kann die Seite abrufen. Also dieser Vorgang ist relativ komplex, und rot markiert habe ich alle die Punkte, wo aus meiner Sicht echte Schwachstellen da sind. Also das ist einerseits einmal, wie gewissenhaft ist die CA beim Überprüfen dessen, wer da jetzt Zertifikate haben möchte. Und in der Praxis, also seit ich habe den Vortrag vor einigen Jahren das erste Mal gehalten, ich lese nicht aktiv alle Sicherheitsblogs und dergleichen mit, aber ich lese halt ein paar so technische Nachrichtenkanäle, und ich würde einmal schätzen, ich kriege mindestens ein- bis zweimal im Jahr mit, dass irgendwo bei irgendeiner CA was passiert ist, dass irgendwer ein paar Zertifikate verloren hat oder dass da ein blöder kleiner Einbruch im Computersystem war und jetzt nicht sicher ist, ob alle die Zertifikate, die diese CA ausgestellt hat, auch wirklich die sind, die sie sein sollen. Also das ist ein Riesenproblem, weil die einerseits sorgfältig arbeiten müssen
und andererseits, die genauso angreifbar sind wie alle anderen und man sich auch dort einschleichen kann. Und vor allem das sind natürlich extrem lohnende Ziele. Also wenn ich es schaffe, von den großen 40, GoDaddy, wie sie alle heißen, mir ein Zertifikat zu stehlen, dann geht schon was. Das nächste Problem ist eben, solange wir es nicht geschafft haben, das DNS, also die Zuordnung von dem Hostnamen zu der eigentlichen IP-Adresse abzusichern und vertrauenswürdig darzustellen, bin ich sowieso verloren, weil ich habe keine Ahnung, mit welchem Server ich mich hier wirklich verbinde. Und in dieser Zertifikatsprüfung liegt auch noch ein riesen Hund begraben bei das System, aber da komme ich dann, glaube ich, auf der übernächsten. Nein, genau, da bin ich hier schon. Gibt es auch noch ein Riesenproblem, nämlich die Chain of Trust, was jetzt im Prinzip nach so einem Baum ausschaut. Ich habe unten meine Root-CA, die stellt Zertifikate, die lässt sich ein bisschen helfen bei der Arbeit. Da gibt es dann Subzertifizierungsstellen, denen stellt sie Zertifikate aus und die stellen dann den eigentlichen Kundenzertifikate aus und das schaut jetzt im ersten Moment nach so einem Baum aus. Wenn man in seinem Browser mal schaut, die Zertifikatsliste, kann man sich anschauen, da sind im Firefox derzeit deutlich über 100 Root-CAs drinnen. Und das heißt, wir sind weit weg von einem Baum, das ist eher ein Gestrüpp oder eine Wiese an relativ kurzen Zertifikatsketten. Und das System ist leider so gebaut, dass jede von diesen Root-CAs theoretisch für jede beliebige Domain Zertifikate ausstellen kann. Das in der Regel zwar nicht tut, zum Glück, aber es grundsätzlich kann. Und wenn eine Root-CA davon kompromittiert ist und die ist in meinem Browser drin, dann kann mir jeder ein Zertifikat für alles unterjubeln und ich werde es einfach nicht feststellen. Also das ist eine schwache Stelle in dem Ding, gefährdet weite Teile von dem ganzen Konstrukt. Passiert ist das DigiNotar, das ist eine holländische CA, Komodo, die waren auch dick da bis vor ein paar Jahren, bis sie wirklich völlig, also die sind glaube ich ziemlich von der Bildfläche verschwunden, denen ist ziemlich peinliche Sicherheitshoppala passiert. Und die haben einfach Zertifikate verloren. Ja. Das nächste ist, dass wenn man sich die Root-CAs anschaut, die im Browser drinnen sind, da sind Länder drin, denen ich grundsätzlich eigentlich nicht wahnsinnig weit vertraue. Da ist halt auch eine koreanische Nord-CA drinnen. Da sind diverse aus dem Mittleren Osten drinnen, wo ich sage, das sind Länder, die es mit der Kommunikationsfreiheit zum Teil nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Und die wahrscheinlich auch durchaus vitales Interesse daran haben, dass sie noch genauer wissen, was über ihre Netze geht, als das den Bürgern lieb ist. China zum Beispiel betreibt ja an ihrer Grenze eigene Proxys, die den verschlüsselten Verkehr aufmachen, reinschauen, ob da eh alles gut ist und dann wieder neu verschlüsseln. So. Die haben auch alle entsprechend ihre Zertifikate da in jedem unserer Browser drin, auf jedem Handy, in jedem Rechner. Also das System ist da ein bisschen schwächlich. Und das nächste Problem ist, dass die Certification Authorities und die Browserhersteller kooperieren müssen, denn sonst kommen die Zertifikate natürlich nicht in die Browser. Das ist einerseits dieses CRZ-Projekt, das also versucht hat, so eine Certification Chain aufzubauen, die unabhängig von kommerziell getriebenen Organisationen ist. Die hat es über Jahre lang leider erfolglos bis heute versucht, mit ihrem Root-Zertifikat in die Browser hineinzukommen. Das ist anfänglich an irgendwelchen Formalitäten gescheitert, dann haben sie nachgebessert in dem Prozess und ihr habt das dann irgendwann aus den Augen verloren, aber de facto ist seit über 10 Jahren schaffen die das nicht, in die Browser zu kommen. Damit ist jedes Zertifikat, das ich mir mit CRZ ausstellen lasse, es ist zwar technisch wertvoll und richtig und korrekt, aber jeder Browser sagt beim ersten Mal, wenn ich seine Seite besuche, ich vertraue der Seite nicht, weil ich kenne das ausstellende Zertifikat nicht. Man kann natürlich hergehen und sagen, ja, dann geh bitte auf die Seite von crz.org und lade dort das Zertifikat runter und dann trage es in deinen Browser ein und dann vertraut er dem, das ist schon richtig. Aber da könnte ich den Leuten ja alles Mögliche erzählen. Dann kann ich also erzählen, ja, dann geh auf, weiß ich nicht, hanswurst.at und lade dort ein Root-Zertifikat herunter und trage das bitte in deinen Browser ein. Und worauf soll denn der Nutzer das Vertrauen zu hanswurst.at gründen? Wenn ein Hans Wurst hier unter den Zuhörern anwesend ist, dann entschuldige ich mich gleich, das war jetzt einfach aus der Luft gegriffen. Ja.
Und aktuell ist es so, dass sich Google und Thoughty zum Beispiel ganz und gar nicht leiden können, weil Thoughty einen Teil ihres Zertifizierungsgeschäfts ein nicht allzu Hochlohnland ausgelagert hat, und die haben dort ein bisschen geschludert und haben dann blöderweise ein paar Zertifikate ausgestellt für die Domain google.com oder für ein paar Google-eigene Domains, das verständlicherweise Google nicht gefallen hat. Deswegen wird jetzt Google radikal irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten in ihrem Chrome-Browser alle Thoughty-Zertifikate rausschmeißen, und dann wird das relativ interessant ausschauen, wenn man sich große Institutionen, Banken und so weiter anschaut. Ich glaube, die liegen bei geschätzt 30% oder so in der Durchdringung der Zertifikate. Also die werden sich wahrscheinlich doch noch irgendwo im letzten Moment einigen oder keine Ahnung. Oder bisschen, ich glaube, es betrifft nur die Zertifikate, die vor einem bestimmten Zeitpunkt ausgestellt worden sind, aber es ist trotzdem also ein ziemlich radikaler Schritt. Und das kann natürlich jederzeit passieren. Und nachdem wir derzeit glücklicherweise in 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen Rhythmus mit neuen Browserversionen versorgt werden, die Schwachstellen schließen und Features dazu tun, heißt das aber auch, dass diese Zertifikatslisten in diesen Zyklen abgedatet werden. Und wenn nur der Browserhersteller halt einfach mal ein paar Root-Zertifikate rausschmeißt, dann sind die weg. Und ja, dann haben wir da auch ein Vertrauens, also dann wird es irgendwie schwierig bei dem Nachvollziehen. Ja, das habe ich schon gesagt, die Mozilla Foundation als Beispiel liefert eben unzählige aus. Genau, das, ja, also diese Unstimmigkeiten, wenn der Browser nicht das Root-Zertifikat nicht kennt, dann kommt Browser-Sheriff, steht da, wie ich den Foliensatz gemacht habe, war das so ein Typ, der ein bisschen ausgehört hat, wie das Schild der Passkontrolle am Flughafen. Ist da so ein Bild gekommen im Firefox und hat gesagt, ich vertraue dem Ding nicht. Und dann gibt es ein paar Add-ons, mit denen man sich helfen kann. Ich habe jetzt recherchiert, leider das Certificate Patrol gibt es scheinbar nicht mehr. Die einerseits ein bisschen tiefer hineinschauen oder Auskunft geben, was diese Zertifikate, wo die herkommen, welche Zwischenzertifizierungsstellen da beteiligt sind. Und beim Calomel ist es so, dass es in einem Web of Trust Modell eine Möglichkeit gibt, die Zertifikate zu bewerten. Damit man eben nicht nur sich auf diese Chain of Trust verlassen kann, sondern damit es eine Community gibt, die sagt, ja, das ist ein Zertifikat, mit dem habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, oder wenn irgendjemand irgendwo eingefahren ist, dann kann er das Zertifikat schlecht bewerten, und dann ist die Idee daran, dass sich das so verbreitet und man diesen Zertifikaten nicht vertraut. Certificate Patrol war ein sehr, sehr hilfreiches Add-on für den Firefox, das ist irgendwann, glaube ich, mit der neuen Firefox Add-on-Architektur dann rausgeflogen. Das hat nämlich gezeigt, wenn eine Website, die ich besuche, ein anderes Zertifikat herzeigt, als sie das beim letzten Mal getan hat. Was in der Regel ja bedeutet, dass sich da irgendwas getan hat und was mitunter durchaus verdächtig sein kann. Einerseits natürlich regelmäßig müssen die Zertifikate erneuert werden, weil sie nicht auf ewig ausgestellt werden. Je häufiger ich mit so einem Zertifikat kommuniziere, je mehr Daten ich kryptografischer Natur hier sammeln kann, desto leichter fällt es mir mit der Zeit, rein mathematisch das Zertifikat zu knacken. Deswegen werden die auf eine bestimmte Laufzeit ausgestellt. Also wenn ein Webshop alle 2 Jahre sein Zertifikat wechselt, ist das ganz normal. Aber wenn ich in einer Woche 3-mal eine Seite besuche und 2-mal davon ein neues Zertifikat sehe, dann ist das irgendwie komisch. Das hat das Certificate Patrol gemacht. Ich habe leider auch selber noch keinen Ersatz gefunden für ein Add-on, das tut. Und das letzte, das HTTPS Everywhere, das ist mittlerweile eh schon fast obsolet, weil der Firefox eh schon versucht, wenn er die gleiche Seite über SSL findet, dann versucht er sie über SSL zu verwenden. So, und dann habe ich da jetzt noch mir überlegt, ein bisschen herzuzeigen, wie das Ganze ausschaut. Allerdings, was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich natürlich möglicherweise keine Internetverbindung habe. Und ich weiß nicht, weiß jemand, ob man sich einfach an das... Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Danke. Das ist natürlich hilfreich. Ja. Mauszeiger finden. Ah,
Ja, da gibt es mehr als ein WLAN. Das ist Linux, warum ist das ja. Hoffentlich gibt es nicht mehrere Netze, die behaupten, Linux brauchen zu heißen. Das wäre das nächste Problem, genau. Da müsste man die SSID vergleichen und dann. Ich werde jetzt hier in diesem Rahmen keine. Nö, du brauchst jetzt da nichts, vergiss es. Du brauchst jetzt da gar nichts machen. So, ich werde jetzt hier keine Online-Banking-Transaktionen durchführen und sonstige Sachen. Ja, also was ich vorhin schon erwähnt habe, ist diese die Liste der Zertifikate. Ach Gott, dass die alle ein paar Jahre ihre Einstellungen, Dialoge ändern, das ist ein bisschen lästig. Ich kann ja. Weiß jemand auswendig auf die Schnelle? Ah, da, Zertifikate. Da. Schwupp. So, Zertifizierungsstellen, da sind wir schon. Na, und da ist also die Liste von diesen Zertifizierungsstellen, die alle Zertifikate ausstellen können, denen der Browser auf jeden Fall vertraut. So, ja, also eine Taiwan CA ist da drin, eine TC Trust Center. Wer auch immer, Telia Sonera klingt wahnsinnig vertrauenswürdig. Ja, Forti hat da ein paar GoDaddy, das sind eh die bekannteren. Da gibt es türkische, VeriSign. Ja, also das ist ein relativ bunter Zoo und egal wer von denen ein Zertifikat ausstellt. Ist der Ton bei mich hier weg? Egal wer von denen ein Zertifikat ausstellt, mein Browser vertraut dem blind. Das ist also das Problem der vielen Root-Zertifikate, das wir haben. Und das nächste interessante Spiel war folgendes. Das Spiel habe ich mir vor einigen Jahren gegeben. Da war sie neu, die Bürgerkarte und die Handysignatur. Und das österreichische Signaturgesetz wurde geändert und eine qualifizierte digitale Signatur ist einer händischen Unterschrift gleich. Und ich war damals als Gewerbetreibender sehr froh, weil ich dann also meine Rechnungen endlich offiziell auch per E-Mail verschicken darf. Wobei Rechnungen dann einmal unterschrieben sein muss, aber sie musste davor trotzdem postalisch zugestellt sein. Früher. Gut, früher, ja, bis zur Änderung des Signaturgesetzes. Dann hat die qualifizierte digitale Signatur das übernommen und alles war gut. So, was fällt auf? Ich bin hier auf einer Seite www.bürgerkarte.at, aber die Seite ist nicht verschlüsselt. Okay, und dann kümmere ich mich halt selber drum. Oh, interessant. Okay, letztens hat das nicht geklappt. Haben wir nicht. Gut, so. Okay, Secure International Information Technology. Dann kann ich also hierher gehen, wer hat denn dieses Zertifikat, also wer hat denn dieses Zertifikat ausgestellt? Terena, okay. Kenne ich nicht. Könnte ich jetzt mich informieren. So, wenn ich jetzt tatsächlich eine Bürgerkarte beantragen will, dann ist das ja nichts anderes als meine Identität in der digitalen Welt. In dem Moment, wo ich die Bürgerkarte beantragt, wo die für mich ausgestellt ist, kann ich. Wer auch immer diese Bürgerkartenfunktion kontrolliert, sich als ich ausgeben. Das heißt, ich möchte umgekehrt auch, dass ich dieser Ausstellungsstelle vertraue. Wenn ich jetzt aber den 150 Zertifikaten oder wie viele auch immer das sind in meinem Browser nicht vertraue, dann will ich vielleicht wissen, ob dieses Zertifikat auch wirklich das Zertifikat ist, das dazu gehört. Und ich kenne diese Zertifizierungsstelle nicht. Es war damals eine andere, es war die, ist egal, in Südafrika beheimatete. Seit vorgestern hast du das neue Zertifikat. Ah ja, okay, deswegen hat es möglicherweise. Lang, also das doch. Ja, das gilt 2 Jahre, das passt schon, ja. So, was muss ich jetzt tun, um sicherzustellen, dass diese Website wirklich die Website ist, die ich da besuchen möchte? Ich kann einfach Zertifikat vertrauen.
Das Zertifikat hat einen digitalen Fingerabdruck. Der ist äußerst schwer zu fälschen. Das ist einmal gut. Aber ich muss irgendjemanden finden, der mir diesen Fingerabdruck bestätigt und dem ich vertraue, dass er für die Bürgerkarte spricht. Was ich damals gemacht habe, ist, ich habe angerufen. Geschaut, wer betreibt denn diese, also wer stellt denn diese Dinge aus? Habe dort angerufen und gesagt, bitteschön, ich möchte eine Bürgerkarte beantragen, aber ich möchte auch sicherstellen, dass ich das auf eurer Website mache. Und er hat gesagt, ja, okay, warum wollen Sie das tun? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mir wichtig. Okay. Nach einigem Hin und Her habe ich dann gesagt, ich würde jetzt bitte gerne mit Ihnen einen digitalen Fingerabdrucksvergleich durchführen von dem Zertifikat. Ah, Moment, ich verbinde Sie weiter. Eineinhalb Stunden hat es gedauert, bis mir irgendjemand einmal dann eine Antwort gegeben hat und ich bin mir ziemlich sicher, der hat seinen Browser aufgemacht, hat eingegeben www.bürgerkarte.at und hat das abgelesen. Ich bin mir sicher, der ist nicht zum IT-Sicherheits- sonst was Verantwortlichen gegangen, hat den großen Tresor aufgemacht und hat dort den Fingerprint rausgelesen. Das hätte er eigentlich tun müssen. Ja, ich bin dann zum Finanzamt gegangen und habe das persönlich gemacht. Wieso musst du beim Beantragen unbedingt der Bürger der Website vertrauen? Außer, dass du eine Adresse angibst, die sonst jeder andere auch abklären könnte. Ja, also es war... Der Test war akademisch, ja. Ich muss dann sowieso in weiterer Folge irgendwann mit meinem Personaldokument irgendwo antanzen, weil die Bürgerkarte rein online geht eh nicht. Aber, also formal, ich habe es dann sowieso. Ich bin zum Finanzamt gegangen mit Reisepass und allem möglichen Zeug und 1000 Dokumenten und habe das Ganze klassisch analog beantragt dort. Aber es war damals tatsächlich, ich habe mir gedacht, wenn die das nicht können, dann ist das eh alles für die Fisch. Und leider ist es so, ja. Es haut einfach nicht hin. Also die kriegen es nicht hin. Vielleicht kriegen sie es heute hin, das ist ein paar Jahre her. Aber irgendwie tut das nicht. Und da habe ich auf der Seite noch was Lustiges gefunden, das war gestern erst. Wenn man nämlich dann die Linken dann nochmal irgendwo hin... Ne, die haben tatsächlich ihre Seite umgebaut. Okay, passt. Vielleicht bist du jetzt auf einer gefickten Seite. Das kann man sein, ja. Oder die ist so dynamisch, dass ich sie nicht mehr... Okay, das passt, dann ist alles gut. Dann ist die Bürgerkarte super und alles ist fein. Gut. So. Habe ich noch, ja, okay, das geht jetzt dann nicht schief. Alles geht dann schief. Gut. Dann, überraschenderweise... scheine ich mein Zeitbudget ganz gut eingehalten zu haben. Ich bin damit mehr oder minder am Ende mit meinem Latein. Gibt es von euch irgendwelche Einwände, Fragen, Anregungen, Beschwerden, digitale Zertifikate, die ihr mir ausstellen wollt? Erwähnt, dass das CRCert dem nicht vertraut wird von den Browsern. Ja. Was glaubst du, veranlasst die, dem Let's Encrypt-Projekt mehr zu vertrauen? Das ist eine außerordentlich gute Frage. Das Let's Encrypt-Projekt macht irgendwas... Na oh ja, das weiß ich. Ich weiß es nicht genau. Das Let's Encrypt-Projekt ist ein Projekt, wo man kostenlos Zertifikate ausstellen kann. Allerdings... haben die eine sehr eingeschränkte Laufzeit, ich glaube es sind 2 Monate. 90 Tage sind es. 90 Tage, das sind dann 3 Monate, okay, nicht ganz 3 Monate. Das ist das eine und das andere ist, ich muss, das habe ich jetzt nicht ganz präsent, ich muss bei Let's Encrypt entweder über das DNS zu der Domain, also auf dieses DNS Zugriff haben. Das ist ein Weg, über den Sie prüfen. Und der zweite Weg, den habe ich jetzt vergessen. Es gibt einen Subfolder. Eine File in einem bestimmten Ordner auf der Webseite ablegen. Ja, genau. Das ist das, den richtigen Inhalt haben. Das ist das, wo dieses Skript, auf das dieses Skript aufbaut. Genau. Also die prüfen im Prinzip nur, ob der antragstellende Server auch unter der Domain und auf den Weg erreichbar ist, der er vorgibt. Entsprechend schwach werden die Zertifikate auch bewertet von den Browsern. Also da oben ist jetzt ein, ein, ein,
ein total grün, die haben ja Farbcodes, dann gibt es blau, grün und weiß der Henker noch was alles. Ja, aber unterm Strich kann ich es ehrlich gesagt nicht genau feststellen, warum eigentlich, also ich weiß, warum es CRCR, ich weiß. Ausgestiegen aus der CRCR, beides zu verfolgen, bei CRCR bin ich damals, wie die ihren Azure-Prozess umgestellt haben, weil sie gesagt haben, wir werden von den Browser-Herstellern nicht akzeptiert, weil ihnen unser Prozess zu schlampig ist und weil wir ein gewisses Regelwerk einhalten müssen und nachweisen müssen, damit die uns vertrauen, was mit dem bestehenden Prozess nicht geht. Dann haben sie einen Prozess umgestellt, das habe ich noch mitgekriegt. Ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass der wesentlich sophisticated, also seine Azure-Prüfung haben sie eingeführt und so ein paar so Formaldinge. Aber scheinbar hat es nicht gereicht. Ja, nein, da gab es auch irgendeine Geschichte mit den Lizenzrechten auf der Lizenz, der Copyright-Lizenz des Root-Zertifikats, die CRCR da ausgestellt hat, die irgendwie den Browserhersteller nicht gepasst hat. Das kann natürlich auch eine Ausrede gewesen sein, aber. Ja, ich habe eher das Gefühl, dass das eine Frage von Lobbying und sonst was war. Und vor allem, ich glaube, CRCR war einfach ein bisschen vor seiner Zeit dran. Weil doch mittlerweile, das ist doch jetzt schon fast 10 Jahre her, wenn ich mich da richtig erinnere, dass die gestartet haben. Und damals war das einfach exotisch. Ja, warum soll ich meine Verbindungen verschlüsseln? Wozu? Das ist völlig sinnlos. Heute ist es doch, wird das schon Commodity. Also es bieten fast alle Seiten einen verschlüsselten Zugang an, auch wenn sie keine Banken sind und sonst wer. Und zur letzten Grip kann ich zumindest sagen, warum ich vermute, dass es die Browser alle akzeptieren. Zum einen kommt das von Mozilla, mehr oder weniger. Die Mozilla mit anderen Partnern haben das gemacht. Natürlich vertraut der Mozilla denen automatisch und Google, Chrome, da muss das dann auch machen. Und der zweite Grund ist, die haben es geschafft, eine von den klassischen Root-Zertifikationsagenturen dazu zu bringen, ihr Zertifikat zu signieren. Was CRCR entweder nicht geschafft hat oder nicht wollte. Und EdgeEncrypt hat das schon gemacht und dadurch ist das auch in den alten Browsern erkannt. Also CRCR, da bin ich mir ziemlich sicher, wollte das nicht. Die wollten ja eine parallelen Baum aufbauen. Ja. Das war ja EdgeEncrypt ja inzwischen auch. Ja, die sind auch schon unabhängig von. Soweit ich weiß, noch mehr. Sie sind nach wie vor cross-signiert auch. Aber einige Browser vertrauen ihnen auch schon direkt. Aber damit es in den alten Browsern funktioniert, gibt es nach wie vor das cross-signierte Zertifikat. Ich rate jetzt mal, hoffentlich halbwegs qualifiziert. Ja, oh ja, da kommt was. Ja, also Mozilla hat es wahrscheinlich schon länger als Root-Zertifikat aufgenommen, weil es ja von ihnen kommt. Ah ja, verifiziert von Let's Encrypt. Aber was auch dazu kommt bei Let's Encrypt, die ganze Infrastruktur ist halt aufgebaut worden aus der Kenntnis des Prozesses, welche Anforderungen müssen wir erfüllen. Wenn man von dem Kenntnisstand weg den Prozess aufbaut, anstatt wie CE Assert einen Prozess haben und dann versuchen, die Anforderungen zu erfüllen, tut man sich auch leichter. Das hilft sicher, ja. Okay. Also für alle, die selber gesicherte Services über das Internet anbieten wollen, ist Let's Encrypt natürlich eine sehr angenehme Variante. An sich kosten die kommerziellen Zertifikate doch bis zu mehrere hundert Euro. Je nachdem, ob man eine Webshop-Standard haben will oder nur ein simples Zertifikat. Gut, sonst noch Anregungen, Fragen, Beschwerden, Wünsche? Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Nachmittag.